Guten Morgen, Leute. Was ist das für ein geiler Tag? Willkommen zu Vlog Nummer 5. Ich komme gerade von der Post. Meine Wettkampfspikes sind da, die ich mir bestellt habe. Ich befürchte, weil ich jetzt schon wieder neue Laufschuhe habe, dass ich jetzt ein paar alte aussortieren muss. Aber schauen wir mal. Was für ein Tag, ey. Jetzt ist es aber soweit. Ich werde mich trennen müssen. Es ist nicht einfach. Basketballschuhe. Wirklich? Basketballschuhe? So, im Hintergrund läuft der Boston-Marathon. Sieht sehr spannend aus, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Für mich geht es jetzt dann gleich auf die Bahn. Ich mache 5x400 und dann 4x300. Ich freue mich auf die Einheit. So schnell zu laufen macht eigentlich immer Spaß. Ist zwar nicht meine größte Stärke, aber es ist ja ein Grund mehr, dann trotzdem oder eben gerade viel in diesem Tempobereich zu machen, damit ich mich einfach daran gewöhne. Und ich kann auch meine neuen Spikes einlaufen, was natürlich cool ist. Die sind heute angekommen. Da bin ich schon mal gespannt, wie die Einheit läuft. Und die gesamte Trainingsgruppe kommt später zum Essen zu uns. Auch darauf freue ich mich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im Stadion. So, die Spikes sind geschnürt. Training kann beginnen. Wir sehen uns danach. So, die Einheit hat geklappt. Alles gut. Boah. War schön schnell, hat Spaß gemacht. Immer viel Konzentrationssache, dass ich die Arme richtig schön mitnehme. Aber das hat gut hingehauen. Boah. Bei dir war es auch gut, ne? Aber insgesamt. Voll. Also diese Bahn, die motiviert mich irgendwie auch. Ach, Schuhe, das wollte ich auch mal machen. Laufen wir uns barfuß aus. Ja. Geilo. Endlich. Schau, wir nähern uns dem Unten ohne an. Nike Free. Ich glaube, das war echt das allererste Modell Nike Free. Das kann man jetzt noch als Handschuhe verwenden.